Rust. Rust ist ständig im Wandel. Aber eine Spielweise funktioniert immer. Der Snowball. Er kann dich von 0 auf 100 pushen. Aber auch von 100 auf 0. Aber wie beginnt unsere Rust-Story nun? Naja, wie jede gute Rust-Story. Nackt. Am Strand. Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, zu einem neuen Video. Heute habe ich ein richtiges Großaufgebot dabei. Und zwar habe ich heute Toxic Akio. Unser Mauerblümchen Eevee wird sich noch anschließen. Unser Master Cookie, da solltet ihr im Übrigen mal in die Kommentare posten, dass er auf jeden Fall einen YouTube-Kanal starten soll, weil sein Aim und sein Playstyle sind mega. Ja, und wir gehen rein in den etwas älteren Server, aber wir hoffen natürlich auf das Beste. Schauen wir mal, was der Vibe bringt. Let's fucking go. Achso, was ich vergessen habe. Liked natürlich das Video, wenn es euch gefällt. Vielen Dank. Jetzt aber. Let's fucking go. Ja, mir ist egal. Dort hätten wir auch noch die Rigs, die wir beide bespielen könnten. Alles nicht so weit weg. Und ja, klar, das neue Monument haben wir nicht. Wobei das neue Monument ist einfach krank. Oh, bei mir ballert das Sound. Was seht ihr? Ich hab noch nix. Oh. Doch, das ist ein Stein. Ja, das ist also echt. Zeig mal ein bisschen Kampfgeist. Tausende Bären. Das stimmt allerdings. Hier sieht es gut aus. Na dann, let's go. Oh mein Gott, da recycelt jemand. Öde ihn. Hier, bei mir bei Gas Station. Ich bin bei Gas Station. Ach du, recycelst du? Bei Oxon. Nee. Ja, Oxon's Gas. Ja? Ja, du ich das? Bin hier. Mit dem Helm. Ja, genau. Ja, ich komme zur Straße. Bin hinter dir. Oh, ey, das ist ja reich. Warum? Du hast Bogen. Ich hab keinen Bogen. Du hast eine Joker. Ja, ich hab zwei. Oha. Rechts ist die Sache. Ja, genau. Ja, und das meinte ich hier. Das sieht doch nach einem schönen Wing Platz halt, aus. Ja, aber da kommst du halt noch ein bisschen hin. Ne? Scheiß mal auf eure Jokers und Bögen. Mm. Oder? Ja, wobei, noch, wir hätten noch Water. Vor uns auf der Straße. Hab ich Hit? Ed Revy. Er ist tot. Du hast ihn. Hab den Revy. Er hat Green Card. Er hat alles, Mann. Er ist reich. Guck, Akio. Oh, nice. So. Oh. Machen wir die? Wollen wir es probieren? Jetzt hast du Revy. Und zwei ist aus. Nee, nee. Und einer auf dem Berg. 320. Ich hab, 84. Ich hab nur einen Bogen, ne? Du musst ihn triggern. Ich muss. Hier ist jemand. Hier, er ist weg. Hab ihn. Oh mein Gott, er ist voll. Weg. Hab's da? Oh mein Gott. Nimm den Rest. Ja. Aber da war noch einer. Pass auf. Hier. Oh.
mir voll reingerannt. Ich glaube, er ist aber auch tot. Nein, ich habe bloß zweimal gehittet oder so. Ich habe einen Spawn hier bekommen. Vielleicht habe ich Glück. Oh, jemand wollte den Jokern. Oh, nee. Kacke. Gott, er ist so schlecht, Freunde. Ist das ärgerlich, Mann. Oh. Das war ein herber Verlust. Nicht nur, dass es uns direkt 10 Minuten im Vibe eine Saar eingebracht hätte, wir hatten sogar die Chance auf eine zweite. Schade. Also back to Bow. Wir gingen nochmal zurück, um die Reste einzusammeln, mussten aber uns dort mit ein paar Primkits auseinandersetzen. Noch ein Hit! Wie? Oh, vielleicht liegt er. Oh, Tommy. Tommy, ja, ich renne. Nein, ich bin der Sven. Pass auf, da kommt das Fullkit. Ah, du hast den? Ja, ja. Ich habe Yoka. Er kommt genau vor euch. Er wird hochgehen. Stopp. Ich soll also jetzt das zweite Mal in diesem Vibe innerhalb von einer halben Stunde die Möglichkeit haben, ein Full Kit bzw. gleich eine Tier 2 Waffe einzusacken. Und das Einzige, worauf es ankommt, ist dieses Holzteil mit diesem Metallrohr obendrauf. Hoffen wir das Beste. Oh mein Gott, der ist cool. Ach, der hat keine zweite Waffe. Genau wo ihr getötet habt. Zwei Mann. Ich hab 500 Scrap. Bui! What a start in the vibe, Alter! Okay, wo seid ihr gerade? Der kommt schon gehen. I19. Falls ihr euch jetzt natürlich berechtigterweise fragt, wo Toxic eigentlich die ganze Zeit war, er dachte voraus. Er platzierte uns eine 2x2 oben an Water Treatment. Die kam jetzt wie gerufen. Denn der Fight war noch nicht over. Denn die Jungs wollten ihre Tommy auf jeden Fall zurück. Hier auf 10 HP. Er ist dead. Ich geloot. Ich. Oh, so. Ich bin Headshot. Geh wieder rein, Zimmer. Nein, ich bin hier schon raus. Ihr müsst die fighten. Ja, ich hab nichts mehr, ich bin gestorben. Ich hab Pisa, aber die hat nur einen Schuss. Hat Headshot, hit, ist tot. Du hast ihn. Perfekt. Raus. Ja, der hat Rappi und so. Da schlägt sich einer an im Busch vor dir. Im Busch hier, wo ich lauf. Ich hab einen Hit, mit hoch. Ich hab ihn noch. Er hat mit dem Stein geschlagen, aber jetzt hat er verstanden. Hätte Prototype. Müsst ihn haben, hab ihn. Perfekt. Nachdem Akio und Toxic die Situation bereinigen konnten, hatten wir einiges an Loot. Wir hatten verschiedene Waffen und ich researchte schon mal die Essentials. Quasi Spritzen und Munition. Jetzt ging es weiter. Direkt auf den nächsten Room. Spieler, 2, 20, 3. Sarah. Ecke. Oh mein Gott, ich bin low. Ich bin tot. Oh, AK, ja. Ups. Einer umläuft rechts, guck über den Schneeberg. Von dir aus 40. Ja, ich bin okay. Der ist dead. Ist dead. Ich konnte nicht finishen. AK auf mich von vorne. Ich gerade über den Berg. Also einer ist dead. Also, zumindest liegt. Genau da, wo du gerade hinläufst. AK, bin voll dead. Da sind zwei oben. Ich hab leider keine Waffe, ich Muni. Einer dead? Warte mal, wenn du. Okay, lass mal hören, bitte. Ja. Soll ich zum Loot droppen? Muni, ich such grad die Flippe. AK, vierfach Hit. Haben noch einen dead? Ich glaub, nice. Drei dead, ich glaub, alle dead. Ich komm, ich bin am Loot droppen. Ich weiß nicht, ob die AK dead ist. Ich bin mir nicht sicher. Zwei sind dead. Ein AK lebt noch. AK dead. Alle dead. Easy peasy für ihn! Junge, du bist es. Komm runter. Ah! Du Killer! Pass aber auf, nicht, dass die nachspawnen. Ich weiß nicht, wo die sind. Hier hinten bei mir. Die erste Waffe. Warte, hab ich nicht gefunden. Jetzt gibt's sie mir. Oh, und Bolt.
beste Move war, als Cookie pushen gegangen ist, habe ich ihm nicht geholfen, weil ich bin, sondern bin hoch auf den Roma. Und von dort habe ich dir dann geholt. Hast ihn verkauft, aber dafür fett eingekauft. So ein Ding ist das. Das ist mal ein Trade. Cookies live versus für die Kids. Nun wurde es aber Zeit umzuziehen. Denn eine 2x2 ist für so viele Leute einfach ohne Ausbau zu klein. Und dort war einfach kein Platz. Wir konnten nicht mal Honey kommen. Akio machte einen Spot unten im Wasser aus, der noch frei war. Und wir nahmen den natürlich dankend an. Nachdem die Base Location also endlich gewechselt wurde, wollten wir jetzt ziemlich schnell an mehr Loot kommen. Und wie geht das wohl am besten? Euric. Cookie besorgte die Karten und wir machten uns auf den Weg. Voller Euphorie. Der Vibe war noch nicht mal eine Stunde alt, also für uns. Und wir gingen auf Euric. Ich glaub Full Kit, ne? Er sniped nur. Na, Digga. Oh, das sind Saufen. Fahr einfach hin. Wir müssen jetzt. Schnell. Ich bin tot, AK tot. Ja, ich auch. Oh. Nee. Er piekt noch nicht. Doch, er hat gepiekt. Okay, er sollte mir abspringen. Springt ab. Die schießen nicht. Okay, dann. Ja, schießen. Es war einer. Weißes Bild. Er ist auf mich. Er ist dead. Okay, wir kommen. Push. Der andere ist da oben. Ich hab ihn. Perfekt, wir haben's. Nice. Die sind loaded. Jungs, seid ihr insane. Nice. Geil. Ich hab die AK. Ich hab die AK hier oben erschossen. Ich hab den so low geschossen, ey. Danke, UKN. Wir können alles gebrauchen. Oh, hier ist ein. Nein, drin, das haben die gar nicht gelootet. Wow. Im Bot. Nach diesem erfolgreichen Counter, okay, aufs zweite Mal, wollten wir uns für die Nacht safen. Denn es gab noch einiges zu tun. Und wir hatten mittlerweile einen großen Vorrat an Loot, den wir natürlich über Nacht safen wollten. Tag 2 und ich war voller Euphorie. Nachdem Tag 1 so gut lief und wir ihn so gut abschlossen, ging ich natürlich schon relativ früh online. Akio schloss ich mir an und wir stellten die Base fertig. Jetzt brauchten wir noch Metalle und Zulfo für Munition hier und sonstige Sachen. Und auf der anderen Seite. Also auf in den Schnee. Ja, hier ist richtig viel. Lass hier gleich anfangen. Da ist der Heli wenigstens. Aber pass auf, hier ist die Coastal Base da, ja. Das Ding da. Die ist inaktiv. Ja. Er farmt gerade. Du weißt ja jetzt, wo er wohnt. Also wenn er vorbeikommt, jetzt ist er noch auf der anderen Seite, aber wenn er herkommt, müssen wir ihn wiederholen. Der hat echt Nummer 4. Der Profi-Farmer, sagst du? Oh, vor mir. Das bist nicht du, oder? Nee, ich bin jetzt gerade nicht kommen. Dead? Der hat L9 am Rücken. Pass auf, der ist safe, nicht alleine. Oh, er ist full. Ich kann's gar nicht nehmen. Komm. Full Kit oder wie? Ja. Ein Start. Das könnte sein, ne? Da hinten läuft einer auf 140. Schnee, Hessi. Oh, der ist nicht so weit weg. Oh. Oh,
Oh, ich werd vom Roof. Vom Roof. Ja. Ist dead, Roof? Weiß. Der andere ist Hit. Zweite Mal, ja. Warte. Wieder Hit. Hä? Da muss er doch tot sein. Nein, er hielt sich die ganze Zeit gegen. Wieder Hit. Ist er nicht mehr. Wieder Hit, jetzt muss er tot sein. Ja, er liegt. Er ist voll dead, er ist voll dead. Nice. Ja, mal. Lass den noch looten rein. Ja, lande hier. Wo ist oben? Ah ja, er läuft da weg, oder? Ja. Hä? Alter, oh. Der fickt dich anders. Okay, ich bin tot, ne? Ach, du bist dead? Ja. Das ist nicht gut. Mein Back ist etwas weiter weg, hab ich kommen. Ich treff ihn nicht. Ich bin der schlechteste Sniper überhaupt, denk ich. Hit. Okay, kranker dead, Typ. Er ist dead. Und einer schleicht sich hinten an. Ist dead. Und beide. Ey, also, hat er einen 8er Scope gehabt, oder wie? Der hier hat den 16er Scope. Also der hier. Also nee, dem. Die Ding meine ich. Der nein. Er hatte nur sein Kit. Oh, noch einer. Ich bin Headshot. Ja, ich bin dead. Ah, oh, Mann! Fuck. Scheiße. Warte mal. Du hast auch kein Back. Ja. Nein, nicht in der Nähe. Ich hab meine Leiche und hab mich versteckt getötet. Also. Ja, okay. Ein Check haben wir wenigstens und eine Sache. Ja, gut. Oh, ich glaube, da kommen mir zwei entgegen. Sind die am Farmen? Ne, die kommen hier hoch. Ein Schneehäsi? Ja, Schneehäsi und Naked. Er ist auf dieser Halbinsel. Ja, da kamen sie auch. Warte kurz, ich bin fast tot. Ja, ich bin fast tot. Oh, der Naked kam mit einer Tommy. Ich werde gepumpt. Ja, ich bin. Aber ihn? Da war noch ein Schnee. Richtung Arctic. Richtung Arctic kommt einer. Oh. Hey, wo ist er denn? Aber warte am Berg, ich helf dir. Oh, ich muss nachladen. Er kommt zu dir, okay? Hit. Ich hab ihn einen Hit. Hast du ihn? Ja, ich hab war hier unten, so gut wie alle. Sven am Berg ist tot. Berg hab ist ich. Tot. Ah, hast du Gift? Sein, okay. Snipe noch. Ja, ich hab ihn noch gefinisht. Der eine war am Hessibaiten, selber schuld. Wie dumm sind die Leute eigentlich immer? Wenn sie schon Hessibaiten, sollten sie vielleicht los schießen, das Ding auch anziehen. Ja, ich lade da jetzt mal rein, okay? Ja. Aber da kamen jetzt auch die drei Kids wieder her. Check's nicht. Keine Ahnung. Also ich war Zeuge, dass da ein Heli-Train gelandet ist. Ohne Dach. Ja, hier steht er. Ich glaube, er ist oben ausgeblutet. Hat er den Scheiße geparkt. Ich kann einen mit heimnehmen. Ich habe irgendjemand getötet. Wen soll ich mit heimnehmen? Ja, ich hab die Jackie. Ich hab den Jackie noch. Ja, mir ist egal, einen kann ich mitnehmen. Oder ich komme gleich nochmal geflogen, mir ist egal. Oder so, ja. Dann Cookie, dann wenn du möchtest. Okay. Nachdem wir noch retteten, was zu retten war, gingen wir auf Ulrich. Die Verluste wieder mit. Denn auf Farmen hat im Moment keiner. Soll ich mal ein Boot schauen? Okay. Die Kartenrooms sind offen. Da kommt ein Mini auf 150. Er steht in der Luft. Er kommt. Er ist alleine. Hm? Er kommt, ja. 105, 2. Er crasht ihn. Ey, komm, einer ist tot. Er ist tot. Ja, aber einer ist gecrashed, einer ist rein. Die Bots backen. Nein, es waren zwei. Ich hab gesehen, der Fahrer war noch drin. Hab den anderen, ist auch tot. Sehr gut. Ich geh den anderen looten, ich tauch. Boot. Ist Headshot? Ins Wasser?
Nochmal Hit. Headshot Hit. Am Boot. Höhe Boot. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ihn habe. Ich check Combat Lock. Ich hab was im Schlagen. Nee, 10 HP hat er. 10 HP. Ja, dann wird er verbluten. Er muss dann hochkommen. Das ist gar nicht. Warte mal, ich glaube, ich habe sehen. Hier ist er. Okay, da schwimmt einer. Irgendwo hier. Ob ich ihn schieß. Nee, das ist den wir, glaube ich, getötet nein, haben. Nein. Ich habe Hitmarker bekommen. Der ist da. Beide sind tot. Habe ich den zweiten auch bekommen? Ich sehe. Nee, Combat Lock hat 9. Aber er wird wahrscheinlich ausgeblutet sein. Ja, boah. Ja, ist okay, oder? Lars wird gemacht. Ja, es könnte Lars sein. Bist du hin? Mit Taucher? Okay. Set? Ja, wir müssen da jetzt dann tauchen gleich. Jetzt kann ja schon mal einer abspringen. Da ist ein Heavy. Die sind noch dabei. Die fighten? Ja, die letzten Heavys. Helvin, es gibt manche Heavys unten. Guck mal. Hast du gesehen? Der vorne am Steg ist down. Ich bin am Steg. Schnell, hoch. Bin drauf. Bin oben beim roten Container. Hier ist ein Loot Drop, ich bin beim Loot Drop. Ja, da war ich auch. Aber wo ist er? Da ist auch kein Mini. Da hinten ist er. Oh, keine Ahnung, er hat mich gesehen. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist irgendwo bei Crane. Im Raum, im Researching Raum ist, glaube ich, einer. Ich habe gerade Step gehört. Zwei Leute im Cargo-Boot. Deine pusht dich. Drei Kids, zwei Kids. Aber ein gut Hit. Wir müssen uns. Er pusht dich, guck, er pusht dich. Weg zu dir. Ja, okay. Hab ihn, Dad. Du hast ihn. Ich bin nicht full, Dad. Komm hier, hält mich auf. Drei Leute im Kampf. Ruhe. Und hier oben muss auch noch einer sein, glaube ich. Ja. Der vom Raum muss noch leben. Und jetzt sind irgendwo unter uns drei Typen. Zwei Rogue Signs, ein Schneehelsi. Schneehelsi beim Ding. Treppe nach Richtung Helipad. War Double Hit. Es ist der Schneehelsi von Cargo. Die sind schon oben. Einer dead. Schneehelsi. Kommst du hoch? Hey, geht tot. Achtung in dir. Dead. Bin low. Ich muss rein. Guck auf die Treppe. Ja, ich aim ab. Ich aim ab. Alles gut. Halt dich. Ich glaube, es sind an die drei. Nein. Ne, wir haben jetzt drei dead. Ach so. Ja, aber was ist mit dem Typen im Raum? Ich habe keine Ahnung, Cookie. Ich bin verwirrt. Ja, er ist hier drin. Sehen. Er hat zwei Türen, Cookie. Er kann auf der anderen Seite auch raus. Ich guck gerade rein, er sieht mich. Ich sehe ihn. Pass auf. Aim da einfach ab, okay? Er wird pushen. Hab ihn. Er ist tot. Ich habe nochmal eine Sache gefunden. Oh mein Gott, komm, er hat die Karten. Der Typ bei mir, er hat so richtig viel Loot, du musst... Ja, hier, der da drin auch, ich hab keinen Platz. Ja, boah, ist an, das sind... Hier liegt auch noch einer, Cookie. Digga, was ist hier los? Warte, ich geh mal Crate checken, aber Vorsicht, langsam. Ich das auch. Muni. Crate AK. Wir brauchen hier gefühlt 6 Leute für den Loot. Nein, hier, zwei Minis. Ja, okay, dann macht euch voll, wir fliegen nochmal her. Ich bin voll, komm, wir fliegen schnell, bevor alles despawnt. Ja, genau. Also, du safest hier. Okay. Achso, mit den zwei Minis gehen wir? Nee, wir fliegen mit einem Mini und fliegen dann wieder her. Zähl nicht. Ich auch nicht. Vielleicht macht er jetzt was wegen dem Heli. Ich mach mich gleich wieder voll. Wo bist du? Akio, nicht, dass ich dich gleich wieder spray. Unten. Ich gehe gerade von Etage zu Etage runter. Den tue ich auch keinen. Oh, ich bin mit meinem Spawn-HP. Hab ihn. Dead. Okay. Ja, das Kit angezogen. Ah, er ist voll. Ja, er hat den Play probiert. Nach diesen Oryx gingen wir die Sache mal wieder ein bisschen ruhiger an. Wir machten den Shop auf. Allerdings mussten wir feststellen, dass unsere Nachbarn uns ständig unterboten. Da beschlossen ich und Joel, diesem Shop mal einen Besuch abzustatten. Okay. Ja, damit rechne ich.
Ich habe keinen Fall Damage bekommen. Dann Shop leer machen und weg da. Wo ist der Shop? Auf der einen Seite, auf der Wasserseite, Richtung Wasser. Hast du's? Fliegen! Oh, ich bin drin! Flieg, 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 flieg! What the fuck, man, das war James Bond reif, ich schwör. Ich dachte, ich wäre zu weit weg gewesen. Nee, ich bin in der Luft geflogen, Alter. Ich dachte auch, ich bin zu weit weg. Boah, der Heli müssen wir jetzt reparieren, Mann. Der ist was kaputt. Oh mein Gott, ich sehe es im Stream, Alter. Selber bummeln, ja? Aber wir müssen mal gucken. Das heißt jetzt nicht, dass wir sie brauchen. Wenn wir sie nicht brauchen beim Landen, dann nicht. Aber vielleicht fliegen wir drüber und du schießt einfach. Weißt du, dann kriegen sie schon Angst. Okay. Du hast drei Raketen, also. Rocket PvP. Ja, ich glaube, aber die sind genervt. Ich versuche vorne zu landen, weil da, oben ist besetzt. Okay? Okay. Ist ready? Ja. Ich crash voll rein. Ready, let's go. Da vorne drauf. Feuer! Runterspringen! Ich hab ihn tot. Ich hab seine MP5. Ich hab ihn Headshot-Hit. Triple Hit. Ich glaub, er ist tot. Er muss tot sein. Er ist tot rum. Liegt er oder ist er full dead? Nee, also der bei mir mit der Rock. Achso. Checken wir mal Combat Lock für den anderen. Ja. Check mal. Ich check, warte. Er piekt nicht mehr, das Ding ist tot. Nun begann die Phase, wo Loot überhaupt keine Rolle mehr spielte. Aber eine Sache wollten wir noch. Einen Abschuss-Raid. Da wir allerdings wirklich keine Lust auf Farmen hatten, kam nur Excavator in Frage. Also machten wir uns auf. Wir hatten in der Zwischenzeit um die 40 Diesel gesammelt. Das ist ein Haufen Sulfur. Den wollten wir umwandeln und noch zum letzten Mal raiden. Er geht auch runter. Er verholt ihn. Wow, close! AK on me. Bin dead. Bist du tot? Ja. Ewi, komm raus. Ja. Bring die mal hoch zum Granaten schmeißen. Ich hab ihn noch Headshot, der ist hier an der Klippe. Ja. Boah, der hat mich anders gerade gebeamt. Aber einer am anderen Ausgang. Boah. Das war, ist mir jetzt gefallen. T4. Was, bro? An the base. Oh, bei mir einer, hab ihn. Okay. Ist mehr, oder? Ja, die Rain, das Ding. Okay, ich komm rechts rum. Ich umgehe. Ich circle auch weit. Ich schließe die Türen ändern. Ich glaube, die ist offen, Ivi. Die ist nicht offen. Die sprengen sowieso das Falsche auf, also. Sind sie schon drin? Nee. Die müssen 4-4 schmeißen. Nee, die können 2-4 um durch den Airlock kommen. Einer steht im Airlock. Oh, scheiße, haben wir mich gesprengt. Die sind drin, Leute. Einer tot. Wurde geboltet. Bin low. Ja, ist mit Heavy Suit hinten. Ich bin dead. Na, die sind mit Heavy Suit drin. Scheiße, Leute. Ja, ich bin dead. Ich lieg hier, du kannst mich looten. Ach, hier oben ist der andere ist auch noch. Es ist, glaube ich, nur noch einer. Und das ist ja, der ist aber mit Heavy Seal drin. Kevin, good lore. Ich hab ihn. Easy. Nice. Schnell, du musst. Komm vielleicht raus. Nein, ich muss. Oder, ja, mach erstmal zu. Ja, ich bin, ich komme. Ich komme von unserer Base. Mit Mini.
Kommst du? Sie sind zu 2000. Zu 2000. Zu 2000. Mit Grenade Launcher. Ja, das überlebe ich nicht. Komm, komm, komm. Jemand kann zu mir kommen. Wir schauen, dass wir oben rum reinkommen. Ich weiß ja nicht, wie weit wir kommen. Ist offen. Double Hit, Double Hit, Triple Hit. Ich bin tot. Oh, Karte, ja. Wie kann er das überleben? Er ist links, er ist bei der Treppe, wo es hochgeht. Nicht sicher. Ja, nice, nice. Die können ja drin nicht spawnen. Ibi, vielleicht könntest du von oben rein. Ja, ich kann nicht, es brennt. Aber ja, so. Ich versuch's dann. Warte. Ich habe auch schon Dings, Türen und so Codelocks. Ich habe die Türen alle offen. Ja, aber warte noch kurz, Ben, weil ich platziere schnell für Cooking Bag. Halten. Achtung, ich gehe mit Heavy Suit rein, okay? Er macht neue! Ja. Tür! Ja, er hat Rocket AV. Ich bin auch tot, ich bin auch tot. Draußen? Ja, ihr wollt ja von. Wir müssten hier rein. Guck hier, wo ich bin, vorne. Aber muss aufpassen, die haben oben Shooting Floor. Ja, ist von ready? Mir seid ihr ready? Die können nicht runterschießen. Einer oben tot. Full Death. GG. Wie viel hast du, Rockets? Ich hab 6. Okay. Da kommt ein Heißer vor. Achtung! HV aus Shooting Floor. Es geht gleich auf. Letzt du HV? Okay, warte, ich hab grad eine Satchel hochgeworfen. Nicht wundern. Ich lad HV, warte. Lad, schieß mal oben einen in den Shooting Floor rein. Okay. Er sitzt da oben. Ich hab ihn nicht getötet. Ich lad nochmal? Ja, wenn du noch einmal schießt, schieß ich HV. Er sitzt oben, er schießt mit der V, aber er hat, glaube ich, hat keine mehr. Ja, ich muss da V rein, aber es hittet ihn nicht. Ja, wahrscheinlich wegen dem Ding. Aber ich glaube, er hat keine mehr. Ist auf! Ich lade HV. Die Türen sind offen unten. Achtung, er hat einen Rocket Launcher in der Hand. Er ist gleich links ums Eck da. In der Tür drin, in der Tür drin. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Soll ich rein? Er lebt noch, er macht Tür auf und so. Pass auf, er wartet hier ums Eck. Ich bin oben bei den Dropkisten unter der Dachschräge. Naja. Leute, die Kollegen können nicht rein. Da ist Achtung, Loch, ist da unten! Wo unten? Wir haben die Tür immer noch. Pass auf, er hat immer noch Shooting Floor, ne? Okay, ist ja oben. Ja, aber neben Shooting Floor. Achtung, geht auf. Ich mach letzte. Ja. HV hat er noch, der kann doch keine mehr haben. Tür. Ist da, ist tot. Die Bags müssen weg. Nur einer bleibt in der Base, sonst sind wir alle mit einem HV tot. Nach diesem sehr langen Hin und Her konnten wir dann doch noch unseren Loot safen. Jetzt ging es an den Abschlussraid. Wir hatten alle wenig Zeit und wollten das Ding schnell rumbringen. Dennoch hatten wir im Lauf der Zeit fast 100 Rockets zusammen. Die wollten wir natürlich in eine dementsprechend große Base buttern. Unser Problem? Wir waren nur noch zu viert. Und das, was wir uns vorgenommen hatten, war ziemlich groß. Nichtsdestotrotz wollten wir es probieren. Also machten wir uns auf. Raid Base bauen und rein pammeln. Warte doch, immer hier unten. Camper. Camper kommt, ja. Oh, zwei ausgestiegen. Drei Heavys. Einer ist spawn. Warte, mein Launcher im Impf? Nee. Ich hab keinen Boom an mir. Nein, ein Launcher. Ja, ich hab ein bisschen Boom an mir, aber auch keinen Launcher. Einer, glaube ich, so einer tot. Ja, einer ist rein wieder. Die von heim. Ah, ich wurde gesniped. Ich weiß nicht, was wir machen. Wir kriegen die nicht tot auf ihr Shooting Floor. Haben wir noch eine Holzwall? Ja, ich habe noch drei Stück. Kannst du eine hier vor das Loch placen? Maybe. Ich versuch's, wollen was rot, ich kann's wollen. Hier sind noch zwei Stau. Voll unten? Ja. Aber ein, hol das. Dann noch einer. Hast du Boom dabei? Wir fangen einfach jetzt an. Da. Pass auf. Ich hab
Steine bei mir, ich bin tot. Ja, ich... vor der Base. Ja, ja, die sind da unten zu zweit oder zu dritt. Fabian? Habt ihr einen anderen? Ich muss mich heilen, ich muss mich erst heilen. Haben noch einen? Nice. Ich bin low, ich muss mich heilen. Ich muss mich auch heilen, ich bin super low. Lass die Kids reinbringen, die dürfen die nicht wiederkriegen. Die bringen Walls mit, perfekt. Da, 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 oh. Sven, ich bin von einem Bogen hier. Kannst du bitte kurz kommen? Oh, Stein! Ich muss reloaden. Oh Gott, ist der dumm. Da pusht noch was. Oh, Leute! Oh! Oh. Was ist hier? Ja, ja. Verstehst du? Sehr gut. Die hatten auch wieder Rockets mit. Unser Turret nicht, weil es... Keine Ahnung, vielleicht ist die Batterie kaputt gegangen. Bring, nein, die ist da drin. Bring das rein. Hab noch einen. Einer nicht? Warum? Leute an der Tür. Ich kann nichts tun, Ivy. Ich bin hier vorne festgefangen. Ich krieg grad 50 Leute. Ja, er ist in unserer Merlock, also passt auf. Ja, ist Loft oben. Ich bin One-Hit. Ich bin One-Hit und sitz fest. Haben wir noch einen Mine in der Base? Also ich kann jetzt nicht... Hä, wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Jemand muss ihn töten. Hat jemand... Ja, aber wie denn? Hier ist ja nichts. Ja, komm, komm, spawn. Haben wir noch einen Mine hier? Mach auf, ich schieße einfach eine normale Rocket rein. Was habt ihr denn jetzt? Was ist jetzt wieder los? Im Merlock ist jemand. Warte mal, nicht funktioniert nicht. Warte mal, okay, wenn du ready bist. Okay. Wieso funktioniert das Turret? Okay, 3, 2, 1. Nee, da ist niemand, da ist niemand. Ich werde hier bald drauf gehen, lang halte ich es nicht mehr durch hier. Wir gehen jetzt raus. Ja. Ich habe hier einen Haufen Kids zum debauen. Aber ich wurde gleich tot, full Kids. Nice, nice, nice. Die waren ganz schön tot. Wir haben hier keinen Heal drin. Das ist, ja. Ich hol. Okay. Ich habe noch einen Hazy. Ich konnte die M2 nicht mehr nehmen. Oh, den nächsten! Ich brauche dringend Hilfe, ich habe noch 20 AP, habe keinen Heal mehr. Wir kommen. Ich bin dead. Nun drohte die Sache zu kippen. Nicht nur, dass die Defender anfingen, direkt unsere Raidbase zu raiden, jetzt mischten sich auch noch Counter ein. Des Weiteren ist leider unsere Tier 2 in der Raidbase kaputt gegangen. Somit hatten wir keinen Nachschub an Spritzen. Das machte die Sache ultra schwer. Also beschlossen ich und Akio von der Mainbase nochmal von außen versuchen zu retten, was zu retten ist. Naked hier? Pass auf, der Bolt-Typ, der ist aber gerade gefokust. Wir müssen die jetzt pushen. Und. Ja, wir müssen die jetzt da weg pushen. Dead? Guck, ich hab kein Holz. Muss healen? Sorry. Die sind schon da. Da kommt noch ein Weißer. Warte, nee, da ist noch einer. Haben wir einen Headshot? Headshot hit. C4? Ja, die sind vorne, ich brauche euch jetzt. Die sind vor der Raid Base. Musst du gleich am Anfang rein. Ja, ich geh von links. Die boomen. Hab einen guten Hit. Einer tot. Hab noch einen tot. Jetzt müssen wir die Leichen looten. Hab noch einen tot. Noch einer tot. Alle tot, blutet. Tür ist wieder platziert. Gut. Hier vorne kann man jetzt Walls reinziehen, Ivy. Ich halt das. Komm. Hier vorne. Ja, jetzt sind die halt wieder da, das ist schwierig. Jetzt. Auf rein. Die Wall vor uns. Ich suche mein Body. Warte, ich mach, okay? Ja. Pass auf. Voll rein. Einfach rein. Nach oben zielen und rein halt. Bisschen Loch drin ist. Wir haben genug Rockets. Ja. Kann einer mir kurz leuchten? Ich finde mein Body nicht. Ja, da ist jemand außen. Jemand außen? Hit euch, Ecke. Ich. Da war gerade jemand außen. Er snipe, ja, sobald du Licht an machst. Ja, du musst aufpassen. Cookie, nimm dir doch einfach ein neues Kit von innen erstmal. Ja, mach ich auch. Links kommt einer! Ja, links. Thanks. Ist dead. Ich hol ihn. Ich glaube, das war jetzt zu hoch.
Ich habe hier gleich ein Loch, ne? Ich brauche nur noch ein. Ja, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ja, ich habe jetzt meine letzte Rocket. Ich brauche noch zwei Rockets. Ja, aber jetzt komme ich wieder gleich nicht mehr runter. Das ist ja das ganze Problem. Hast du Rockets? Wer hat Rockets? Ich habe keine mehr. Komm, lass die Rockets hier wieder. Da will ich sie noch eineinhalb rein. Ich bin tot. Ja, da, wo ich gerade die ganze Zeit geboomt habe. Nachdem Cookie gefallen war, mussten wir den Raid abbrechen und als verloren einordnen. Das war schade. Nichtsdestotrotz hat es mega Spaß gemacht. Es war ein Mega-Vibe mit Höhen und Tiefen, mit einem megamäßigen Start und natürlich viel Euric-Action. Über den Abschlussraid lässt sich streiten. Ich sage, wir waren zu wenige. Die Teammates sagen, die Base war zu groß und wieder andere würden sagen, wir waren zu schlecht. Was es am Ende gewesen ist, lassen wir einfach mal im Raum stehen. Trotzdem freue ich mich, dass ihr bis hierhin dieses Video geguckt habt. Und ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Falls das so war, dann drückt natürlich den Daumen. Und abonniert für mehr. Das war es auf jeden Fall von uns. In dem Sinne, haut da rein und ciao, ciao.